So, da sind wir da bei Sons of the Forest. Du bist da unten, ich bin hier oben. Ich bin für das Entertainment zuständig, kann hier leider gerade wenig tun, weil das Spiel zu sehr leckt, wenn wir da Holz reintun. Du musst dir so ein GIF einfach in OBS reinziehen von Subway Surfers. Ja, darüber habe ich schon mal nachgedacht, tatsächlich, aber nein. Worüber kann man denn noch ein Quiz spielen? Ich könnte. Welcher Killer Kill Charakter bist du? Ich hätte ansonsten dich einfach mal irgendwie ein Star Wars Quiz abgefragt. Gut. Wo du mir dann einfach beantworten musst, was da richtig ist. Das haben wir nämlich schon mal in The Forest gemacht. Da hat er, dessen Name nicht genannt werden kann, das mit mir gemacht, hat mich abgefragt. Ich habe alles richtig gefühlt gehabt. Und ich werde die ganze Zeit falsch das sagen. Also das erfüllt mich hier auf jeden Fall schon mal die Seite mit. Mit Freude. Confidence? Gut. Gut. Quiz Introduction, yes. Be confident. Okay, das ist Grow ja schon mal eine confident. Frage für dich. Hä? On a scale of 1 to 10, how gay are you? 10? Ich sag mal 5 bis 6. Pick a color from Study Me. Was ist Study Me? Musikvideo. Also, Japanisches mit Animation. hier ist Purple, Pink Purple und Pink Purple. ausgewaschen Purple. Pink Purple. Also ausgewaschen Pink Purple oder Pink. Normales Pink Purple. Also. Ja. Links oben. Dann nehme ich das Grau-Schwarz. Keine Ahnung. Which of these fast food places are you most likely to end up at 9 p.m. on a Tuesday? Burger King. Warum? Die haben richtig gute Chicken Wings. Okay, dann lese ich dir gar nicht erst vor, was hier alles überhaupt zur Auswahl steht. Dann nehme ich einfach Burger King. Ich Ganz würde unten West steht übrigens nehmen. auch: All these places suck. I'll be eating at home. Thanks. Gut. Du meinst Burger King? Ja. Ja, ich sag dann: All these places suck, weil andere Menschen. Ich meine, Tolle, Previn. tolle Frage. Catboy. No, yes, maybe. What? No, little boy. No. Ja. Weil gender neutral. Pick a Shakespeare quote. Hey, Brandon, ask me what kind of tree I have. I got an abortion. My main goal is to blow up and act like I don't know nobody. There's only one thing worse than a rapist. Can I get a waffle? Can I please get a waffle? I want a church girl that go to church and read to people. On all levels except physical, I am a wolf. And they were roommates. Hi, my name is
a tray and I got a basketball game tomorrow. Road work ahead. Yo, my dad, boogie, woogie, woogie. What the fuck, this isn't Shakespeare. I plan to blow up. I plan? It's my main goal is to blow up and then act like I don't know nobody. Sind aber nur Memes. Ja. Ich nehme Yo My Dad, Boogie Woogie Woogie. Und das kenne ich immerhin halt auch. Ich meine, die kenne ich alle, aber fast alle. Aber das kenne ich am meisten davon. Lip Balm. Cherry Vanilla Mint. Nicht? Geht nicht. Cherry, I guess. Keine Ahnung, Vanille meinen die wahrscheinlich wirklich Vanille und nicht normal. Ja. Ich mag so Zeug nicht, aber ich hatte sowas mal drauf, weil meine Lippen immer aufgesprungen sind. Ich tue jetzt einfach mal so, als wenn Vanille einfach normales Zeug wäre. Pick a scene or really just a clump of words. Empty, vast, strong, unbreakable, white expanse. Piss Ocean, Stone Path, Rest, Trickling Stream, Small Town, Garden, Sunlight, Laughter, City in the Rain, Reflecting Streetlights, Melancholy, Secrets, Shadows, People Faces, Obscured by Umbrellas, Nighttime in a City Full of Glowing Lights, Blood Red Demon. Kannst du mir ein Screenshot schicken, damit ich da genau die Separation sehe? Weil von dem, wie du die vorgelesen hast, könnte Piss Ocean im gleichen Ding sein wie Blood Red Demon. Wie? Das ist von der voll weit entfernt. Da hätten auch nur zwei Sachen gewesen sein können. Das eine hat sich richtig lang und das andere nicht. Von denen. Ja, gib mir das nur. City in the Rain. War aber eine schwere Auswahl zwischen dem Void mit der Void Expanse und Piss Ocean. Piss Ocean. Natürlich. How much time do you usually spend in the shower? 5 minutes or less? 5 to 10 minutes? 10 to 15 minutes? 15 minutes plus? 15 minutes plus? Ich habe lange Haare. Ja. Ja, 10 schaffe ich halt leider auch nicht. Who's your favorite Pupel? Pupel? Ja, ich muss dir dafür ein Bild senden. Gut. Who's your favorite Pupel? Gut. Mr. Pupel. Finde ich auch. Ich finde das noch besser, wenn man das jetzt einfach nur in der Folge dann da hört und nicht sieht, was da ist. Ja. Red ist aber auch gut. Aber Mr. Pupel ist super. So will ich sterben. Du darfst selber sagen, was da bei dir steht. Ruko! Und was noch? Edgy. Und was steht bei mir? Rate erst. Iga Bamagobi. Nee. Okay, na dann. Ratio Mini. Was ist das? Ein gutes Quiz. Hä?
Natürlich wirst du wieder der Diktator. Ich frag dich jetzt Star Wars Sachen ab. Oh nee. Star Wars Quiz nur für echte Jedis. Gut. Wie heißt das Raumschiff des Mandalorianers aus der gleichnamigen TV-Serie? Razor Crest, X2, der Blutpfeil, Slavery One. Keine Ahnung, Slavery One. Nein. Das Razor Crest, das weiß man. Ja, ich nicht. Welcher Film der Saga hat am wenigsten an den Kinokassen eingespielt? Episode 1, Episode 2, Letzten Jedi, das Erwachen der Macht. Erwachen der Macht? Wahrscheinlich nicht. Angriff der Klonkrieger, zweiter Teil. Gut. Wie kam der süße Roboter R2-D2 zu seinem Namen? Vom Autoschild von George Lucas Wagen. Von der Nummerierung einer Filmrolle. Von der Postleitzahl von Hollywood. Von der Zahlenabkürzung eines chinesischen Lokals für Peking-Ente. Peking-Ente? Von der Nummerierung einer Filmrolle. Gut. Darth Vader wurde von insgesamt drei Schauspielern dargestellt. Wer lieh dem Sith Lord jedoch seine ikonische Stimme? Hayden Christensen, James Earl Jones, David Prowse, Sebastian Shaw. War das nicht James Earl Jones? Das ist der einzige Name, der mir davon bekannt vorkommt. Ja. Okay. Aber du hast zu lange gebraucht. Gut. Welchen Planet zerstörte der erste Todesstern? Endor, Tatooine, Alderaan, Hoth. Keine Ahnung, Alderaan? Ja. Gut. Welchen Nachnamen sollte Luke Skywalker ursprünglich tragen? Moondancer, Skyrunner, Lightflyer, Starkiller. Starkiller? Ja. Gut. Den kleinen grünen Jedi kennt wohl jeder, aber wie heißt Yoda eigentlich mit vollem Namen? Minch Yoda, Monch Yoda, Mensch Yoda, Manch Yoda. Mensch Yoda. Mensch Yoda? Mensch Yoda. Sogar Minch. Mensch Meier. Wie alt ist Yoda in die Rückkehr der Jedi-Ritter? 600 Jahre, 1200 Jahre, 300 Jahre, 900 Jahre. 900? Was weißt du das? Das war eine 25% Chance, dass ich das richtig habe. Welche bis heute höchst umstrittene Kuriosität gab es im Star Wars-Universum tatsächlich? Eine echte Star Wars-Universität inklusive Bachelorabschlüssen, ein Star Wars-Wasserpark mit Todessternrutsche, eine offizielle Star Wars-Kirche inklusive Kirchensteuer, ein Star Wars-Weihnachtsfilm mit Familie Chewbacca in der Hauptrolle. Kirche. Nein, das letzte. Okay. Welchen Charakter spricht in der New Hope den ersten Satz der Filmreihe überhaupt? C-3PO, R2-D2, Luke Skywalker, Prinzessin Leia. C-3? Wo weißt du das? Welche Frage hat eigentlich das Lichtschwert von Jedi-Meister Mace Windu? Lila? Ja, muss ich nicht mal auf. Ja. Was bedeutet der berüchtigte Befehl 66? Tötet jeden, der sich gegen das... Tötet jeden, der sich gegen das Imperium stellt, tötet alle Klonkrieger, tötet alle Jedis, denn sie sind Verräter, tötet alle Sith, die sich gegen das Imperium gewandt haben. Alle Jedi. Wie viel Gage erhielt Harrison Ford für seinen ersten Star Wars-Auftritt in New Hope? $10.000, $100.000, $25 Millionen, $1 Million. 10.000. Tatsächlich, weil der da irgendwie Schreiner war oder so. Weil der zu der Zeit noch nichts gemacht hatte. Wie heißt die Mutter von Luke Skywalker? Lara Vader, Rose Tico, Padme Amidala, Rebecca Skywalker. Padme? Wofür steht eigentlich das Kürzel AT-AT? All Troops, Allied Transporter, All Track, Army Transporter, All Terrain, Armored Transporter, Attack Transporter and Troops. Attack Transporter and Troops? Nee, das ist da drüber. Okay. 8 von 15 Fragen richtig beantwortet. Zum X-Wing-Piloten reicht's, aber mehr auch nicht. Gut. What the fuck, was falsch bei dir?
Was falsch für mich? Ich bin überrascht, dass ich überhaupt so viel habe. Ich hätte ja alle richtig gehabt, wahrscheinlich. Ich nicht. Du magst ja auch Star Wars. Muss ich jetzt ein Quiz machen, wo ich keine Ahnung von habe? Was kennst du denn nicht, was ich kenne? Irgendein Dishonored Quiz? Okay. Ah. Welches Dishonored 1 oder 2? Eins, I guess. Das Quiz zur Spielserie, teste dich. Okay. Maske des Zorns, The Knife of Dunwall, The Bright Moor Witches, Dishonored 2. Da war alles drin oder so. Was Okay. ist Dishonored? Ich weiß nicht, ein Stealth-Action-Spiel vielleicht. Was sind die anderen Ein Auswahlmöglichkeiten? Rollenspiel, ein Third-Person-Shooter, ein MMORPG, ein First-Person-Shooter. Gut. Stealth-Action. Wer entwickelt die Dishonored Arcane Studios? Warum ist das mit K? Beide Insomniac Arcane Games, Crytek, IO Studios geschrieben. Interactive, 4A Games. Also nicht Crytek. Ich nehme einfach mal das, was ich denke. Keine Ahnung, habe ich keine Was ist Ahnung. das? IO. Waren die, die Hitman gemacht haben. Ja, macht doch Sinn. Und wer publizierte die Dishonored-Spiele? CD Projekt Red, Bethesda Softworks, Deep Silver, Konami, Capcom. Sag mal, Deep Silver. Ich hätte jetzt mehr in Lore-Fragen erwartet, aber okay. Klicke auf die vier Charaktere, in die man als Spieler schlüpft. Ich gucke jetzt gerade einfach nur, dass man da den aus dem ersten Teil und dann die Tuse da. Aber da sind irgendwie drei Auswahlmöglichkeiten, wo die beide drin sind. Und das ist irgendwie. Ja, schwer. Keine Ahnung. Ich tue das hier, was, wo so ein komischer Arnold dabei ist. Kommt mir komisch vor. Gut. Klicke auf die vier Inseln, die in der Welt von Dishonored zu finden sind. Soma, Greenland, Lumen, Roche, Orgyn, Vesa, Dunwall. Hab mich lieb, vergiss. Mein Nicht-Waldmeister immergrün, Morley, Gut. Crystal, Serkonos, Tyvia, Trinian, Male, Kala, Ziseng. Ist da nicht irgendwas mit Dunwall? Es gibt was in dem Spiel, das dann wohl heißt. Ja, das habe ich mir gedacht. Wer ist der Charakterdesigner von Dishonored, der auch für die Ingame-Gemälde des Anton Sokolov verantwortlich war? Hashime, Donner, Lema, Skinski, Christophe, Carrier, Cedric, Hey, Ravenai, Thaddeus Campbell, das ist Thaddeus. Hey, ich habe auch einen zweiten Namen und zwar Tadeus. In der ersten Mission entleert. Entleert? Befindet sich Corvo Atano aufgrund der Beschuldigung, die Kaiserin getötet zu haben, genau. Im Coleridge-Gefängnis. In welcher Zelle steckte er? D9, R78, F4, B5, A999. Ich sag mal D9. Im Hound Pits Pub trifft man auf viele Gesichter, darunter auf Cecilia. Was macht sie im Hound Pits Pub? Ale Hayfork arbeitet unter dem Namen Cecilia als Architektin, arbeitet mit Anton Sokolov an seinem Gemälde. Sie existiert gar nicht, arbeitet dort als Dienstmädchen, sie arbeitet dort als Schneiderin. Keine Ahnung. Existiert gar nicht.
Während der Mission Lady Boyles letzte Feier ist Miss Adele White, eine Aristokratin, zu Gast auf der Feier im Boyle-Anwesen. Mit wem unterhält sich Miss White, wenn Corvo sie zum ersten Mal trifft? Genau. Mit einer Freundin Esma, mit einem Gast Galia Fleet, mit einem Gast Jack Ramsey, mit einem Gast Lord Timothy Brisby, mit ihrer Schwester Corny Tracer. Keine Ahnung, ich sag mal mit einem Gast Lord Timothy Brisby. In The Knife of Dunwall. Man in der ersten Mission Big Boss, a Captain of Industry, einen Streit mit Ansehen zwischen Bungie Rockwell und Abigail Aris, Lady Bucker. Nein, kann man nicht. Thomas Bucker. Jonah Haynes. Keine Ahnung, Thomas. In der zweiten Mission Enteignung trifft man auf und Afra Bane und Helene von Boskowitz, Reggiano von Tresa Beto, Wiles Roland von Irina Copperfield, Marquise de Sade in Marceline de Sade, was? Arnold Timsch und Talia Timsch. Ich habe keine Ahnung. Okay, dann machen wir noch einen. Ja. Bis in der nächsten Folge. Ciao.